Alright, Leute, willkommen zurück zu ein paar wieder Zuschauerkämpfe. Die Zuschauer fordern mich heraus und ich mache mal jetzt wieder mal eine Aufnahme davon. Ich kann dabei nicht auswählen, wer mich herausfordert, von daher nehme ich immer den Erstbesten, der es macht. Die Anfragen sind viele, die Menschen sind viele und ich habe nur leider begrenzt Zeit. Ich versuche so viele wie möglich zu bekämpfen, aber hey, wenn ich für 100 Matches pro Tag spiele, wird sich der 101er beschweren, dass ich nicht gegen den gespielt habe, ne? Ich kann es leider nicht jedem recht machen. Oh, was ist das für ein heftiger Push? Das pusht und Bombs. Aber nee, mein Tower, der Skelly ist dran. Okay, war heavy. Bam, Skelett macht und der Turm ist down. Und dabei variiere ich auch immer. Manchmal lasse ich die Zuschauer gewinnen, manchmal gewinne ich. Man kann es auch keinem recht machen, weil wenn ich hier ganze Zeit ernst spiele, sagen die Leute, haust ja alle kaputt. Wenn ich die Leute gewinnen lasse, sagen die Leute, warum hast du nicht ernst gespielt? Denkst du, die sind schlecht? Egal wie ich es drehe, die Leute beschweren sich immer. Ich kann es keinem recht machen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Michi, Ivkov, ein Pekka, ein Riesenskelett, heavy. Und dann noch Wut, you would mate. Wut kostet ja 2 Elixier seit dem letzten Update, ne? Von daher, wenn jetzt das Riesenskelett kommt und dann Wut, dann mal schauen, was er draus macht. Das kann böse werden. Pekka! Okay, du hast alle giftigen Karten, die es auf dem Markt gibt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, aber der Hawkrider hat ein paar Daseinsprobleme. Der weiß nicht, ob er nach rechts oder nach links laufen soll. Das ist so ätzend, wenn das passiert. Ich weiß nicht, warum das nicht gefixt wird. Das kann absolut nicht gewollt sein, dass Einheiten irgendwie Probleme haben, durch andere Einheiten durchzukommen und sich blockieren. Aber hey, Supercell fixt viele Sachen nicht, ne? Ihr kennt bestimmt die Situation, wenn ein Musketier oder ein Magier einen Gegner versucht anzuvisieren und dieser Gegner drückt sich immer irgendwie weiter weg. Dann fangen die an zu tanzen, weil die immer wieder in die Reichweite rauskommen und die in die Reichweite rausgehen, fangen die an zu tanzen und dann kriegen die keinen einzigen Schuss ab und der Gegner macht dich kaputt, nur deswegen. Das ist schon seit Anfang an so, und es wird einfach nicht gefixt. So, danke, so, PSO-Gamer will auch noch eins, seht ihr? Ich kann mir nicht aussuchen, wer mich anfragt. Der als erster das macht, taucht bei mir da oben auf. Alle anderen sehe ich nicht und ich nehme dann auch die Erstbesten an. Aber PSO Go Gamer habe ich schon mehrmals. Keine Ahnung, der spielt das Ding, glaube ich, jeden Tag, jede Minute. Der suchte das Ding. Jedes Mal, wenn ich online bin, dann haut er mir eine friendly Match rein. Hey, was ist das? Was ist das? Ich dachte, du gehst auf die Pumpe. Wieso gehst du nicht auf die Pumpe? Okay, das ist böse. Das ist echt böse. Aber was du kannst, kann ich schon auch. Boom. Ha. Hast davon. Ne, bleibst. Oh, der Turm. Boah, Alter, der Schaden. Habt ihr gesehen, was die Dinger angerichtet? Und der macht das gleich nochmal. Ey, was wird das hier für ein Match? Er ist dran, ich bin dran. Na gut. Was du kannst, kann ich auch. Guck mal. Woo. Das ist total weird, aber ich find's lustig. Ihr auch? Wahrscheinlich nicht. Ah, schön. Erster Turm ist down. Das war ein echt. Kommt jetzt ein Miner? Da kommt er. Das ist super witzig. Und das klingt total nice. So, Tower defended. Nice. Ah, ja. Seht ihr, das macht auch manchmal Spaß, einfach so zu spielen. Es muss nicht immer super ernst sein. Man muss auch nicht immer irgendwie um Gewinn oder Verlieren zu sein. Man muss sich nicht immer messen. Just for fun, sage ich in so vielen Videos bei mir. Spielt doch das Spiel einfach aus Spaß. Nicht um Gewinn, Verlieren. Nicht auch um die Trophäen. Oh. Hat der mein Deck? Der hat mein Deck. Der hat auch die 3 Musketiere, ne? Merke ich jetzt erst. Klar. Ja, mein Deck ist gut. Ich benutze es halt in letzter Zeit sehr viel, aber das Deck ist natürlich, hat irgendjemand anders erfunden. Halt in TV Royal war das zu sehen. So, mal gucken, wer erst schneller ist. Du oder ich. Ich weiß auch nicht, was ich gerade für eine Musik mache. Aber ich lasse ihn mal meinen Turm dran und ich nehme mir seinen. Nehmt alles, aber gebt ihm nichts. Oder vielleicht sollte ich doch irgendwas. Oh, da. Na gut, ein bisschen defenden muss ich. So, wird knapp. Das war echt knapp. Was hätte ich zugelassen? Also seine Defense war besser, würde ich mal sagen. Der hat überhaupt defended, ne? Ich habe ihn gar nicht defended. Nur zum Schluss. Er hat das Spiel nicht mitgemacht. Er wollte nicht, dass ich da durchrutsche. Okay, danke PSO Game für das Game. Der nächste Gegner, Magnetito.
ist dran mit 2000 Trophäen. Macht nichts. Mich haben schon Leute besiegt mit 2000 Trophäen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich verrate euch das Geheimnis, wie ihr gegen mich gewinnen könnt. Ja gut, einerseits, indem ihr besser seid, sollte auch nicht schwer sein, aber das beste Geheimnis ist es, ihr packt ein Inferno rein, Feuerball oder Blitz. Wenn ihr die zwei Karten schon alleine in eurem Deck habt, ne, habt ihr, blockiert ihr alle meine Karten. Oh, oder Freeze. Freeze ist auch nicht schlecht. Mit allen Karten meine ich hier, drei Musketiere, tot. Lakaien, tot. Pekka, durch ein Inferno, tot. Alles wird sterben, einfach nur mit diesen Karten. Und wenn ihr es noch geiler machen wollt, packt ihr Inferno, Blitz und Feuerball rein und Poison. Und den Rest könnt ihr mit Eismagie oder so ausschmücken oder was auch immer oder Hawkrider. Und ich werde nie bis zu eurem Turm durchkommen, weil das alles weggerotzt. Na, nie würde ich nicht sagen. Ab und zu mal komme ich auch mal durch solche Kombinationen durch, aber das ist schon scheißen schwer. Gerade wenn deine zwei Main-Damage-Dealer kaputt gehen, hast du nicht so viele Chancen, da noch irgendwas anderes zu machen. So, ich lade aber meinen Push links. Ich lade einen Push links. Da warten noch ein paar Feuerbällchen. Feuerbällchen. Die sehen aus wie Fleischbällchen, ne? Wer findet noch die, dass die wie Fleischbällchen aussehen? Ich finde die voll cool. Blobs, komm mal, das Bällchen. Oh, jetzt kommen auch noch die. Egal, der Hero Eisgeist hat's geregelt. Der hat's gemanagt. Der muss noch einen Zap raushauen. Der kommt leider nicht durch. Schade. Zweiter raus. Einer war duftet, der zweite wird besser. Ja, das sind so die Kombinationen, Deckkombinationen, gegen die ich nicht gewinnen kann. Blitz, Inferno, das vernichtet meine zwei Main-Damage-Dealer und das ist echt super schwer, da durchzupushen. Wenn ihr da noch einen Bowler im Deck habt, habt ihr es perfekt. Dann wisst ihr Bescheid, wie ihr das Deck hier kontert und dann habt ihr eigentlich einen Easy-Win. Egal, ob ihr 2000 Trophäen habt oder 3000. Wie gesagt, Leute mit 2000 Trophäen haben schon mit der Kombination gewonnen. Statt. Was wollte ich sagen? Statt Blitz funktioniert auch ab und zu mal Rakete. Rakete, super beliebt. Inferno und Rakete ist auch immer so eine Kombination, die funktioniert einfach. Musst du nichts machen. Oh, okay. Danke. Danke, dass ich Elixier tanken kann. Das ist immer schwierig mit dem Freeze-Zauber. Das ist das Schwierige mit dem Freeze-Zauber. Er ist einerseits wichtig, weil er halt, ne, dir Zeit gibt, ihn irgendwas kaputt zu machen. Andererseits kostet er dich Elixier, ohne dass du Schaden anrichtest, beziehungsweise ohne dass die gegnerischen Einheiten Schaden nehmen. Super schwierig mit dem zu spielen, finde ich, mit dem Freeze. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Manchmal funktioniert es gut. Zwei Packers! Tschu-tschu! Packer-Train! Packer-Packer-Tschu! immer wenn ich zwei Packers habe, sage ich Packer-Packer-Tschu, weil ne, Pikachu und Packer-Packer-Tschu. Ihr versteht ja? Nee. Okay. Danke Magnetino für das Game. Der ist es, Andret Uzumaki. Der ist bei 2600 Trophäen. Fordert mich heraus aus Klampananenlutscher. Was ist das für ein Name? Der ist. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, was ihr über Bananen ihr lutscht, aber ich hoffe nicht. eine Hero-Pumpe. Komm, meiner, mach deinen Job. Mach deinen Job, Pops. Ich packe mal. Nein, der defendet den nicht. Du Arsch. Guck mal, was er jetzt macht. Pops, der aktiviert den Tower. Ob das Absicht war? Keinen Schimmer. So. Oh. Blobs. Egal, der Prinz wird beschäftigt sein. Der Prinz ist super beschäftigt gerade. Ein Wächter lebt. Nices Ding. So, Pumpe raus. Oh, der hat einen Magier. Schade. Blobs, weg. okay, was hat der Magier? Der hat Prinz und der hat Pumpe. Pimpe. Lass ich den Miner sein Ding machen? Ja, ich lasse ihn sein Ding machen. Wird zwar super viel Schaden machen. In einem Arena-Match würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber ich will hier meine drei Muskis haben. Ich will, dass sie wieder glänzen. In letzter Zeit werden die immer zerbombt, zerlasert und alles Mögliche. Sonst Spells kriegen die ab. Zur Sicherheit haue ich die mal nach rechts. So viel dazu. So viel dazu. Dazu. Komm on, Free Spell kann man auch mal abklinken, oder? So, nice. Pekka ist dran. Schlopp. Bombs down. Okay, Blitzzauber vernichtet zwar meine drei Musketiere, aber da, wenn ihr jetzt noch den Inferno hättet, ne? So, was er jetzt hatte plus Inferno, hätte der Turm nicht überlebt. Der wird auch hier viel Superspiel schaffen. Okay, muss ich mich kurz konzentrieren. Nicht, dass ich hier auch noch irgendwelche Sachen falsch mache, ne? Oh! Okay.
Okay. Ehrlich gesagt, schwierig. Könnte schwierig werden. Das zappen wir mal ganz kurz. Das auch. Der Lavahund kann ruhig auf meine Seite kommen. Der kann ruhig erstmal seinen Job machen. Ich meine, so was. Der macht so wenig Schaden. Das ist Pillepalle. So, seht ihr? Die drei Lakaien reichen. Sie hätte aber noch Pfeile... Oh, noch ein zweiter. Ein zweiter direkt hinterher. Jetzt kommt wahrscheinlich sein Blitz. Ja, da ist er. Aber 7 Elixier muss er auch erstmal auftanken, ne? Okay. Das Match ist gewonnen. Großes Spiel, Osomaki. Hier hast du noch eine Hero-Pumpe. Lavahund ist in letzter Zeit super stark. Lavahund, Erdex allgemein, so Megalakain, Lavahund. Das sind so die Dinger, die rasieren gerade. Und der nächste Herausforderer ist Marlox Blitz Fanda. Heißt das, du hast einen Blitz in deinem Deck? Ich hoffe nicht. Okay, der wird gefährlich. 3000 Trophäen ist gefährlicher Gegner. Da sollte ich das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen lassen. Habe ich die letzten Matches auch nicht, aber es hat ein gewisses Fehlerpotenzial. Man kann gewisse Fehler machen. Natürlich weiß jeder mein Deck, ne? Jeder weiß mein Deck. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass einige Leute extra ein Deck bauen, nur um gegen mich zu kontern oder sowas. Zumindest die Leute, die hier häufiger gegen mich spielen. Die spielen dann irgendein Deck aus, wahrscheinlich, dass sie nie spielen, weil das total komisch aussieht, aber gegen mich halt funktioniert. Inferno, Lava und so weiter. Feuerball des Todes. Aber der Bäcker ist dran. Bäcker ist dran. Eins. Eins nur. Schade. Komm du hier hin. Komm du hier hin. Komm zu Papa. Komm zu Papa. So, Peps. Ey, manchmal verstehe ich nicht, warum der Turm immer noch die Einheiten durch die Brücke anvisiert. Ich meine, der Miner war längst draußen und trotzdem hat er angefangen, auf die Skelette zu schießen. Das ist irgendwie so eine Millimeter-Entscheidung anscheinend. Okay, was haben wir hier? Leider nichts. Ne? Ich will meine Pumpe ausspielen. Oh, shit, ey. Fuck. Der Eismagier ist scheiße. Der macht den Packer so langsam. Ultra langsam. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So lahm wart ihr in eurem Leben noch nie. Wie lahm der Packer wird, wenn der in Eismagier dran ist. Ist echt kacke. So. Er hat aber so viel Schaden machen können. Und? Ich kann auch so viel Schaden machen, weil der Eisgeist hat den Packer gefreezed. Nice Ding. Eisgeist ist super stark, ne? Ich habe ihn voll unterschätzt am Anfang. Zack, Turm down. Kriege ich noch die drei Muskis raus? Schön wär's. Wahrscheinlich ja nicht. So, der Eismagier lasst mich mal in Ruhe. Der Packer macht seinen Job. Oh, fast noch einen Schlag gehabt. Okay. Aber sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Weil ich habe hier zwar nie eine Pumpe ausgesetzt, aber ich setze jetzt mal den Packer aus. Der hatte super viel für die Defense ausgegeben. Weil die drei Kronen habe ich jetzt in Sichtweite. Ich will die drei Kronen haben. Und auch noch so, zack, und der auch noch. Oh, Feuerball, hab ganz vergessen, dass er Feuerball hat. Warum vergesse ich sowas? Schlopp. Schlopp. Okay, wird doch vielleicht keine Dreier-Defense, Dreier-Krone. Wirst du eine Dreier-Krone mir geben? Marlox. Wahrscheinlich nicht. Genieß die Pumpe. Genieß die Pumpe. Ja, das ist schöner Spruch, ehrlich gesagt. Muss ich mir gerade selber auf die Schulter klopfen. Ja. Gut, schade, keine drei Kronen. Hätte ich mir gegönnt. Vor allen Dingen, weil der Turm schon so weit down ist. Der ist fast kaputt. Gutes Spiel. Danke für das Spiel vor allen Dingen. Das waren die Zuschauer-Matches für gegen euch. Seht ihr, da will schon wieder der Nächste springen, aber ne, ich kann halt nicht gegen alle spielen. Ich versuche so viele es geht. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich muss auch meine Videos produzieren zwischendurch und ich kann halt nicht 5 Stunden lang gegen euch spielen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ich bin wahrscheinlich der einzige YouTuber, der gegen seinen Zuschauer spielt, oder? Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mal ein paar Fun-Matches gegen euch und hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ich gegen mehr Zuschauer spielen soll, hier oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr weitere Videos, vor allen Dingen auch die alten Zuschauer-Matches und gebt mir Flosse, flopp!